Dann gehen wir mal auf die Standardansicht und sagen nochmal herzlich willkommen an alle. Nochmal der obligatorische Soundcheck sozusagen. Kurz mal, hören alle was? Andersrum, ah, also wer nicht hört, bitte im Chat melden, so rum. Ja, naja, aber wenn der Großteil was hört, passt es doch. Gut, also ja, haben alle den Chat mal ausprobiert und hören mich sozusagen gut. Genau, also wir werden heute was erzählen über die Tools im SUG 1314. Da habt ihr ja schon ganz viel ausprobiert. Viele von euch schon Wegblog angelegt, Twitter ausprobiert und vielleicht auch schon die ersten RSS-Feeds abonniert. Das werden die Lena, der Micha und die Fabienne nochmal alles einzeln vorstellen. Dann sagt der Micha auch noch was zum Blog-Aggregator kurz. Ich werde dann nochmal was zu ihrem Leistungsnachweis sagen, was wahrscheinlich das Spannendste für die meisten Studierenden unter Ihnen ist. Wie kommen Sie jetzt zu Ihren Credit Points? Und am Schluss haben wir noch Zeit für Ihre Fragen. Und da auch jetzt gleich der Hinweis, auf der SUG 1314 Seite gibt es einen Link zu dem Etherpad. Vielleicht kann Ihnen mal die Anja noch kurz posten. Auf der SUG-Seite ganz oben steht, also auf der SUG-Seite im Beitrag steht ein Link, genau. Dort könnt ihr jetzt im Laufe der Zeit oder im Laufe der ersten Worte von uns nochmal ein paar Fragen eintragen, die euch aufgefallen sind beim Erstellen des Blogs oder von Twitter, dass wir da gezielt eben auch drauf eingehen können und dass es dann nicht alles so durcheinander läuft. So, dann starten wir und ich übergebe nochmal kurz zu uns. Wir sitzen ja alle in einem Büro, deswegen übergebe ich jetzt einfach das Kamerabild an die Lena, die uns was über die Blogs und über WordPress erzählen wird und dann ihre Fragen auch beantwortet. Wir tauschen das mal. Gut, also viele von euch haben sich ja schon einen Blog angelegt und haben sich bei WordPress.com schon angemeldet. Also bei WordPress.com handelt es sich um freien Weblog-Dienst und das ist sozusagen ein Content-Management-System, wo man seine Webinhalte sammeln kann. Ist vielseitig konfigurierbar und auch recht einfach, wie Sie oder wie ihr das bestimmt auch schon alle ausprobiert habt. Dieses WordPress.org, das ist auch eine freie Software, allerdings wird die dann auf dem eigenen Webserver installiert und ist etwas schwieriger so vom technischen Know-how her. Alternativen sind auch Blogger oder Tumblr. Wir vom SUG-Team kennen uns allerdings mit dem WordPress am besten aus, soweit ich das so mitbekommen habe. Und ihr braucht WordPress, um eben euren eigenen Blog einzurichten und diesen zu verwalten, um eben dann auch eigene Beiträge zu den einzelnen Themenblöcken dann zu verfassen. So ein WordPress-Blog sieht folgendermaßen aus. Genau, jetzt auf Blog. Druck auf Blog. Andrea, seid ihr noch da? Hallo, Andrea. Die hat es geguckt. Als ob sie rausgefallen sind. Wollen wir vielleicht noch kurz, wir könnten ja noch mal eine Vorstellungsrunde sonst machen für alle, oder? Hattet ihr das jetzt? Stimmt, ich bin ja ein Momentchen später dazu gekommen. Das könnten wir jetzt quasi als Wissenschaft vorstellen. Sie kennen ja jeweils nur die Hälfte. Genau. Andrea, wir hören dich aber nicht. Andrea ist unten im Chat zumindest da. Okay, ja, dass dieses Bild da steht, dass da Freigabe vorhanden ist, das ist normal. Wir machen jetzt quasi ein Testbild, bis das mit der Andrea wieder ordentlich klappt. Gehen wir vielleicht bis dahin in die normale Ansicht. Genau, wir können eine kurze Vorstellungsrunde machen, bis sich die Andrea wieder ordentlich angemeldet hat. Sie müssten ja jetzt halb aus, oder ihr müsst halb aus Teilnehmern
aus die, die letztes Jahr schon online dabei waren, bestehen und aus denen, die letztes Mal live vor Ort in Dresden waren. Von daher kennen Sie wahrscheinlich jeweils die Hälfte von uns. Also ich sehe mich gerade oben links. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Ich bin diejenige, die spricht. mein Name ist Anja Lorenz. Ich bin an der TU Chemnitz und ja, Mitveranstaltung im Zoom. Rechts neben mir weiß ich nicht, ob die Daniela gerade zuschaut. Vielleicht auch nicht. Doch, ich tue es. Doch. Noch habe ich die Chance. Genau, soll ich mich auch mal kurz vorstellen? Ja? Hm? Gut, dann sage ich Hallo in die Runde. Ich bin mit einer der Veranstalterinnen, die gerade so ein bisschen im Backstage-Modus sich befindet, weil ich gerade einen ganz kleinen Säugling zu versorgen habe. Das heißt, ich war jetzt bei der Präsenzveranstaltung nicht mit dabei, werde aber versuchen, Beiträge auf jeden Fall zu lesen, die Sie schreiben und nach Möglichkeit auch natürlich zu reagieren. Ich bin in Dresden sonst als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Medienzentrum im selben Büro wie Andrea Lissner und ja, jetzt neuerdings auch die Fabienne Kinzelmann und die Lena Tauchner und so weiter. Ja, und freue mich schon auf die nächste Zoom. Runde. Ja, dann stelle ich mich nochmal vor. Lina, machst du weiter? Ja, hört ihr mich noch hin? So. Ja, mein Name ist Nina Kahnwald, ich bin Juniorprofessorin an der Uni Wiegen und bringe somit die Wiegener mit ins Boot, also sowohl Wirtschaftsinformatiker als auch Lehrämter, was eine ganz spannende Mischung ist, auch für den SUG beim letzten Durchlauf schon war. Ich war vorher auch lange am Medienzentrum tätig und beim E-Learning-Anbieter, bin also schon lange im E-Learning-Bereich unterwegs. Wie die Daniela Scheider auch, bin ich gerade etwas im Backstage-Modus, wie sie so schön gesagt hat, nicht mehr ganz so doll. Mein Baby ist gerade an die Nachbarin verkauft, das ist jetzt schon 4 Monate alt, aber das ist der Grund, warum ich wie die Daniela auch nicht jederzeit präsent bin, wie es ansonsten so der Fall wäre. Ich freue mich aber trotzdem, das ist natürlich eine tolle Chance, trotzdem hier online dabei sein zu können. Das macht auch Spaß, nebenher und zwischendurch. Und ja, ich bin ganz gespannt, was der neue Durchlauf bringt. Ich bin auch per E-Mail erreichbar, da kommt immer eine automatische Antwort, dass ich nicht jederzeit lese. Ich bin aber eigentlich schon fast jeden Tag online, also Sie können mich auch per E-Mail am besten ansprechen. Wenn jetzt konkrete Fragen sind, zum Beispiel für die Anrechnungen, Credit Points in Siegen oder so, dann bin ich schon auch ansprechbar. Ja, das haben ja auch einige schon Regel genutzt. Gut, dann möchte ich auch nochmal alle begrüßen und weitergeben an die Andrea Lissner hoffentlich. Genau, also ich hoffe, man hört uns. Ja, ich hoffe, man hört uns wieder. Anja, ja? Ja, sehr gut. Genau, dann machen wir zur Vollständigkeit natürlich, ich hatte vorhin gedacht, das hat jeder die Aufzeichnung angeguckt, nochmal die Lena Zauner, die natürlich schon hier angefangen hat, über WordPress was zu erzählen und die Fabienne, die nochmal kurz in die Kamera lugt, die dann gleich was zu Twitter noch sagen soll, die Tutorinnen sozusagen oder die Ansprechpartnerinnen hier in Dresden, die auch bei der Präsenzveranstaltung letzte Woche dabei waren, wo wir natürlich ganz viel Teilnehmer hatten und da auch glaube ich, eine super anderthalb Stunden verlebt haben hier in Dresden. So, dann würde ich in dem Sinne wieder an die Lena übergeben, die da hoffentlich... Halt ganz kurz den Micha noch. Ich weiß nicht, ob der Micha ein Mikro hat. Micha? Ansonsten in der Veranstalterrunde. Doch, das habe ich. Doch. Also zu hören will. Ja. Sag kurz, dass du der Micha bist. Achso, ja. Ja, ich bin Michael Winkler, ich sitze hier ein Jahr in Chemnitz, bin am Lehrstuhl für Wirtschaft Informatik 1, wissenschaftliche Hilfskraft, mache da normalerweise oder dieses Semester mal wieder so Grundlagen Wirtschaftsinformatik-Übungen und halt hier für den SOG bin ich für den technischen Bereich zuständig. Also ich kümmere mich ein bisschen darum, dass quasi der Blog da noch läuft und dass wir da ein bisschen was aggregieren können und so weiter. Also unter Regel wird mich nicht so oft sehen und hören. Wenn alles gut läuft, möglichst gar nicht. Und okay. Viel mehr will ich eigentlich gar nicht. Gut, ich hatte jetzt gerade noch mal die Nadetscha oder Nadetta angeschrieben, die sich vorhin kurz zu Wort gemeldet hatte
und hatte ihr das Mikro freigegeben, falls sie eine Zwischenfrage stellen wollte. Vielleicht war es auch nur verklickt. Da jetzt eine Rückmeldung. Das grüne Mikro oben einfach, also das, was jetzt grau hinterlegt ist, oben in der Ecke links, einfach anschalten, dann wird es grün und dann können Sie was sagen. Ich habe hier schon wieder, dass du dich zu Wort meldest. Okay, ansonsten machen wir erstmal weiter. Und wenn sich das erledigt hat, dann hat sich das erledigt. Ansonsten immer dazwischen rufen einfach nochmal. Okay. So, dann übergebe ich jetzt an Helena wieder. Gut, dann schauen wir uns mal ein Blogbeispiel an. In Demos. Funktioniert, ja. Auf. Auf. Blau jetzt hin, Block, okay. Ja? Genau, jetzt müssen wir hier im Dashboard gehen. Gut. So, hier seht ihr jetzt, also ich bin jetzt eingeloggt in WordPress und auf der linken Seite seht ihr jetzt die Navigationsleiste und ganz oben Dashboard. Das Dashboard hat eigentlich, ist so die Übersicht von eurem Blog, wo ihr das Ganze eben organisieren könnt. Also hier seht ihr ganz oben, wie viele Beiträge euer Blog schon beinhaltet, wie viele Seiten, Kategorien, Schlagwörter, Kommentare und so weiter. Hier unten dann auch die letzten Kommentare, die veröffentlicht worden sind. Und am wichtigsten ist eigentlich, wie man einen neuen Beitrag verfasst. Und das kann man einmal hier oben über neuer Beitrag, da klickt man dann drauf. Genau, und dann öffnet sich hier dieses Fenster und man wird hier gefragt, ob man dann jetzt eben Text verfassen will, ein Foto hochladen, Video hochladen, Zitat, Link und so weiter. Ich gehe jetzt hier mal auf Text. Genau, und da kann man dem Beitrag einen Titel geben. Hier in dieses Feld schreibt man dann eben den Beitrag rein und hier unten auch die Schlagwörter. Genau, und hier würde dann auch reinkommen Hashtag Such 1314, um dann den Beitrag auf dem oder im Blog-Aggregator dann zu sehen. Gut, also wir veröffentlichen hier jetzt mal keinen Beitrag. Gut, wollen wir gehen nochmal auf meinen Blog? Ja, mit dem Video. Ach, mit dem Video, genau. Auf der Suchseite gibt es unter, Moment, genau, Fragen, der Such 1314 und Blogs. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie unter, Moment, ich glaube hier, ne. Genau, hier. Unter, also, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich bei WordPress anmeldet und eben auch Beiträge verfasst, die finden Sie hier. Da hat eine Teilnehmerin aus dem letzten Zugdurchlauf ein Video-Tutorial zusammengestellt, wie man sich eben bei WordPress anmeldet und Beiträge verfasst. Und wenn ihr hier noch Fragen habt, dann hilft euch dieses Video mit Sicherheit auch weiter. Genau, und die Frage von... Genau, und dann kam... Ich wollte gerade sagen, ich könnte aus dem Etherpad genau, die Fragen vielleicht... Da wollte ich jetzt gerade drauf zurückkommen. Genau, wir haben nämlich schon die Frage, wie kann man Audio- und Videodateien bei WordPress hochladen? Und zwar geht ihr da auch wieder in... Muss ich hier das wieder zumachen? Ja. So, müssen wir erstmal wieder zurück zum Dashboard gehen. Moment. Also ihr kommt auch immer über euren Blog selber, hier drüber über Dashboard in euer Backend sozusagen. Genau. Und also jetzt nochmal die Frage, wie man Audio- und Videodateien hochlädt. Und zwar hier auf dieser Navigationsleiste gibt es die Mediathek. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr hier Dateien hinzufügen und das Ganze dann auf euren Blog hochladen. Also über Datei hinzufügen. Ja. Gut. Dann können wir... Was war noch? Das schreibt die Anja. Antwort. Okay, ja. Gut.
Das mit dem Blockaggregator, das wird ja der Michael nachher dann noch genauer erklären. Gut. So. Ich gehe mal zurück. So, wir gehen mal wieder in das andere Layout zurück zur Präsentation. Ja, gut. Genau. Und dann kannst du eigentlich an die Papiermühle. Genau. Gibt es denn noch Fragen erstmal zu WordPress? Da hatte sich ja auch gerade eine Teilnehmerin gemeldet. Das war ja. Es hatte sich gerade eine zwischendurch kurz mit einem Hallo zusammen zu Wort gemeldet. Vielleicht möchte diejenige sich jetzt hier nochmal melden und vielleicht eine Frage stellen. Nee, ist gerade, hat sich erledigt offenbar. Schreibt auch nichts im privaten Chat. Ich hatte sie per Chat angeschrieben. Mit dem Hashtag oder ohne Hashtag? Genau, also SUG 1314 muss immer angegeben sein, wenn es in den Blog-Aggregator gepackt werden soll. Und bei Blogs ist die Raute nicht so gedacht. Die nutzen das für andere Sachen. Gut. Dann übergebe ich jetzt das Wort der Fabienne. Hallo zusammen. Kann man auch nicht klicken. Jetzt warten wir noch kurz, es geben noch einige ein, vielleicht kommen noch Fragen. Genau, wir können auch die noch nach der Präsentation machen, also Sie müssen das jetzt nicht alles. Aber Sie dürfen die Zeit natürlich gern nutzen und ich glaube, die Teilnehmerin, die sich vorhin zu Wort gemeldet hatte, gab jetzt gerade ein. Und nicht mehr. Okay, machen wir vielleicht doch weiter. Genau. Was ist Twitter überhaupt? Für diejenigen, die noch nie damit gearbeitet haben, Twitter ist ein Microblogging-Service. Oh, jetzt ist das verschoben. Und bietet euch einen schnellen Informationsüberblick. Wir nutzen Twitter für den SUG 1314 vor allem deswegen, also ihr könnt, wir haben einen eigenen Account, über den wir Beiträge posten. Ihr könnt über einen Hashtag, dieser Hashtag funktioniert so, indem ihr eine Raute setzt plus ein Schlagwort. Das wäre in unserem Fall eben Hashtag SUG 1314. Könnt ihr zum Beispiel Links verschlagworten oder so, die ihr über Twitter postet, also nochmal Werbung für euren eigenen Blog machen, andere Teilnehmer zur Diskussion aufrufen oder Fragen posten. Twitter ist vor allem eine Möglichkeit, sehr schnell und effizient eben Informationen zu bekommen. Genau, alle Fragen rund um Twitter werden euch über den Link hier beantwortet. Seht ihr den alle? Genau, diese SUG 1314. Unser SUG-Twitter-Account heißt logischerweise @SUG1314 und unser offizieller Hashtag ist RauteSUG1314. Ganz wichtig vielleicht für die Leute, die noch nie Twitter genutzt haben, ihr könnt den Twitter-Account, wenn man das erste Mal bei Twitter ist, wirkt das alles sehr, sehr unübersichtlich. Ihr könnt den Twitter-Account zum Beispiel über ein Tool wie TweetDeck gut verwalten und könnt dort sogenannte Kolumnen anlegen, die auch, in denen ihr beispielsweise alle Beiträge sammelt, oder alle Beiträge gesammelt werden, die mit SUG 1314 verschlagwortet sind. Genau. Und es gab auch schon die ersten Reaktionen auf den SUG über Twitter. Seht ihr hier zum Beispiel, wie das aussehen kann. Genau, also das sind auch alles Beiträge, wenn ihr die so verschlagwortet mit dem Hashtag, dann sehen wir die auch. Ja, und andere Teilnehmer können die natürlich auch besser sehen, besser finden. Hat zu Twitter jemand Fragen? Dann bitte einfach zu Wort melden. Also über, genau, dann können wir Rederecht vergeben oder über den Chat.
Also die Nina hat mich aufgefordert, ich soll meine Twitter-Organisation übertragen. Das wäre sinnvoll, weil die Anja nutzt auch zum Beispiel mehrere Accounts. Kann ja auch sein, dass ihr zum Beispiel euren privaten Account nicht unbedingt, also dass ihr schon einen privaten Account habt und den nicht. Die Anja zeigt euch mal, wie man das richtig wie das organisieren kann. Wie die Hardcore aussieht, wenn das hier klappt. Wir schauen das mal an. Ich habe natürlich den falschen Bildschirm freigegeben, wenn ich das richtig sehe. Man sieht nicht das Tweetdeck, sondern man sieht quasi nur den Sug 1314 Account. Ach so, okay. Okay, das ist gut, dann ist der richtige. Also der Sug 1314 Account und mein Tweetdeck sieht so aus. Schrecken alle Teilnehmer. Na? Das ist jetzt die Hardcore-Variante. Bitte nehmen Sie sich kein Follow-up. Die Nina wollte es haben. Genau, was habe ich da? Ich habe drei Accounts. Also ich habe mehr Accounts, aber ich habe jetzt meine normale Timeline mit Anja Lorenz. Dann habe ich hier so Suchmuster, also ECB 13, das war am Wochenende das EduCamp in Berlin und deswegen 2013. Dann habe ich hier alles, was um den Such rankommt an Tweets in der Suchliste und das sind so Nachrichten, die mich enthalten, also wo jemand at Anja Lorenz dazu geschrieben hat und deswegen mit mir reden wollte. Dann kommt noch eine weitere Timeline. Wenn ich mal gucken, das sind die privaten Nachrichten da hinten. Mit @trude84, das ist mein privates Gequatsche. Das verstecke ich nicht, sondern habe es halt einfach nur fern von den Professionals. Und TU Chemnitz und andere Interaktionen, wenn irgendjemand meine Posts geliked hat oder so. Wenn man dann was schreiben will, dann muss man sich immer entscheiden, mit welchem Account. Also bei den, wer Twitter ganz frisch nutzt, bei dem wird das natürlich ein bisschen übersichtlicher aussehen. Also nicht erschrecken. Und hier im Chat kommt gerade nochmal die Frage, ob ihr Twitter braucht. Ihr braucht es nicht zwangsläufig für den Kurs, aber wir empfehlen es. Es ist eine sehr, sehr schnelle, direkte Möglichkeit, Feedback zu bekommen und mit anderen Teilnehmern und auch mit unserem Team in Kontakt zu treten. Genau. Und da ihr ja alle was über Social Media auch lernen wollt, so Twitter wird zunehmend wichtiger und schadet auf jeden Fall nicht, sich daran mal auszuprobieren. Also ich denke auch, man soll die Gelegenheit ruhig mal nutzen. Es kam ja öfter auch die Rückmeldung, können wir nicht das auch noch ausprobieren? Natürlich alles. Nutzen Sie als Spielwiese. Im Etherpatch steht noch die Frage, wie kann ein Tweet in einen Blog eingefügt werden, sodass nicht nur Buchstabenfolgen erscheinen oder eine Grafik. Mhm. Da mache ich doch mal meinen letzten Blogpost auf. Da habe ich nämlich genau sowas getan. Ich muss jetzt doch wieder das freigeben. Ja. Sieht man da schon? Verwirrend, ich würde es gerne selber. So, was hier gemeint ist? Also so sieht Buchstabenfolge aus und wenn das richtig zu Ende geladen hat, kommt dann das Bildchen dazu. Und es funktioniert so. Moment, jetzt muss ich den Edit-Knopf drücken. Ja. Dass das WordPress ganz komfortabel macht, indem man einfach die Adresse von dem Tweet reinbringt. Ja? Also hier so sieht das aus. Und wenn ich das jetzt mal in einem anderen Fenster öffne, das ist genau die Adresse von dem Tweet. Die Adresse von dem Tweet bekommt man, wenn man hier drüben auf diese Zeit drückt. Ja, dann kriegt man genau diese URL zu dem Tweet. Ich versuche das auch nochmal in verständlicher Form dann ins Etherpad als Antwort reinzupacken. Ihr könnt auch euren kompletten Twitter-Account in den Blog integrieren. Hast du das zufällig gemacht, Anja? Hast du gerade einen Blog da, bei dem man das zeigen könnte? Ja, wir haben das... Gut, mein Rechner steckt dann bestimmt mal aus. Wir haben das ja beim Such gemacht. Das kann man machen, indem man bei Einstellungen... Ja. Sieht das schon wieder, ja? Bei Einstellungen kann man auf Widgets gehen. Und bei Widgets? Nein, kann man nicht bei Apps. Auch nicht. Das muss man doch, glaube ich, über den Blog machen, oder?
Achso, genau, nee, Widgets und dann neu erstellen. Und dann kann ich mir so ein Widget hier anlegen. Ach, und dann kriege ich dann. Dann kriege ich dann hier unten den Code rein, den kann ich mir irgendwie an die Seite betten mit einem Text im Blog. Ja. WordPress bietet da so ein Widget wir wiederum an. Also es ist nicht schwer, mit ein bisschen googeln kriegt man das zusammen, wie das funktioniert. Ansonsten könnt ihr euch jederzeit an uns wenden, respektive an Micha. Moment, wir können das auch mal anschauen, so ein Widget, ob das direkt angeboten wird? Bestimmt. Twitter-Timeline, doch, das wird direkt angeboten. Dann schiebt man das darüber, wenn man es ja dann in der Seitenliste haben möchte. Irgendwo dahin. Und dann kann man dann die den Titel, Hashtag will ich nicht haben. Ach, dann brauche ich die ID. Okay, da steht dann aber alles drin, wie man es macht. Gut. Okay. Genau. Sonst noch Fragen zu Twitter? Es kam auch nochmal im Chat der Hinweis auf die Chrome-Erweiterung zum TweetDeck. Also das TweetDeck zu installieren oder zu nutzen, das lohnt sich schon einmal, wenn man dann doch einen besseren Überblick hat, als wenn man nur über die Website geht. Gut, ansonsten würde ich dann schon erstmal wieder an den Micha übergeben. Micha? Micha, aufwachen. erzählst du, was über den Feedreader oder über den Feedreader als solches? Ja, kann ich machen. Die Anja kann ja schon mal ihren Feedly-Account raussuchen, das können wir uns ja auch noch angucken. Ja, also zum Thema Feeds. Generell, was ist erstmal ein Feed an sich? Man muss sich vorstellen, dass das, was wir normal als Webseite oder so sehen, ist ein normaler Nachrichtenstrom, der halt für so einen Menschen gedacht ist. Und ja, das kann eine Maschine nicht so richtig lesen, deswegen hat man sich halt ein bestimmtes Ausgabeformat ausgedacht, was auf XML basiert. Das eine ist RSS und das andere ist Atom. Und das nennt man halt Feed, das ist einfach nur eine Datei, die halt in einer maschinenlesbaren Form ist. Und ja, und so ein Feed-Reader ist halt dazu da, so eine Datei einfach auszulesen automatisch und mich zu benachrichtigen, wenn es auf der Webseite oder irgendwo einfach nur eine neue Nachricht gibt, das heißt, ich muss es da nicht selber besuchen, sondern ich werde benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Und das ist halt sowas, was wir dann auch im Blog-Aggregator machen, dass wir halt diese verschiedenen Feeds einsammeln und zentral an einer bestimmten Stelle einmal einen Feed zusammenbauen, den man sich zentral abrufen kann und einmal auf der Webseite darstellen, dass es da neue Artikel gibt. So Feedreader gibt es wie Sand am Meer, also zum einen hat WordPress.com einen drin. Also wenn man klar sich einloggt und auf der Startseite ist, dann hat man so einen vereinfachten Feedreader, der ist für wenige Feeds eigentlich ausreichend. Wenn man ein paar mehr braucht, dann Feedreader, da kann man dann einen Ordner anlegen und das ein bisschen sortieren. Ich hoffe, die Anja zeigt das dann mal noch. Es gibt natürlich auch Desktop-Programme, mit denen man Feeds quasi sich abonnieren kann. Thunderbird bietet das zum Beispiel an, da haben wir auch entsprechend einen Link, glaube ich, hinterlegt. Und ja. Und mehr zum Thema Feeds und so weiter ist dann bei den entsprechenden Links zu finden auf der Zentrale Feed zum SOAP 13 und es gibt halt auch im Blog-Aggregator an sich so eine kleine Feed-Reader-Schaltfläche, die da so aussieht wie in dem Feed-Reader-Logo da, was unter meinem Namen da angezeigt wird auf der Folie. Und wenn man da draufklickt, kommt man halt zu diesem kombinierten Feed aller, ich glaube, bisher 31 Blogs, die dann SOAP 13 mitmachen. Verzeihung, ich habe schon. Ja. Ich wollte es in diesem Verbergen so viel zur Theorie machen, aber das ist natürlich nicht so.
So, ihr müsstet jetzt wieder meinen Bildschirm sehen. Feedly erreicht man über feedly.com. Und wie der Micha schon gesagt hat, man kann die ganzen Blogs in Ordner packen. Ich habe hier ein paar Ordner. Zum Beispiel habe ich unter dem Ordner, was haben wir denn, TU Dresden, habe ich das Medienzentrum, den Fachschaftsrat Informatik, weil ich da mal war, also nicht im Fachschaftsrat. Das weiß ich nicht. Das ist nochmal Fachschaftsrat. Die haben zwischendurch gewechselt. Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik dort, um zu gucken, was die so machen. Prime Life postet schon längst nicht mehr. Genau, also sowas habe ich dann in Feeds organisiert. Auch beim SUG sieht man, das sind die Sachen, die über den Blog-Aggregator rankommen. Von dem alten SUG 13, und das ist der neue schon. Und da kennen sie auch ihre Beiträge. Und da muss ich mich nicht darum kümmern, ob ich die schon gelesen habe oder nicht, sondern indem ich sie anklicke. Muss mal gucken, ob ich da einen anklicken kann. Einfach das hier, genau. Den habe ich selber geschrieben, deswegen ist es kein Problem. Werden die als gelesen markiert. Ebenso kann man das noch für ganz andere Sachen nutzen. Zum Beispiel für Nachrichten. Die Tagesschau bietet sowas an. Oder für E-Learning-Themen, die ich da irgendwie reinsortiere. Oder so ein paar private Sachen. Ein bisschen Comics, ein bisschen Cartoons. Was man sich halt so abends auf dem Sofa noch ein bisschen angucken möchte. Ja, noch was gleich, wenn ich jetzt schon mal mein Privatleben hier komplett offen habe. Nein? Okay, dann gebe ich mal zurück. Vielleicht gibt es Fragen. Nina Kahnwald möchte noch was sehen. Achso. Festgestellt, dass wir unsere Feeds besser organisieren sollten. Ich mache das derzeit noch über Thunderbird, eben über so ein Add-on, über so eine Erweiterung. Funktioniert auch, aber nicht so gut wie Feedly. Also da lohnt sich wieder, genauso wie mit dem Twitter, einfach mal ausprobieren, mal gucken, ob es für einen selbst praktikabel ist und wenn nicht, dann wieder bleiben lassen. Rumpel, Wumpel, Rumpel, Wumpel. Oh, so cool, das auszusprechen. Gibt noch ein. Warten wir mal noch. Genau, noch jemand, der mir zustimmt, dass Thunderbird reicht. Gut, ansonsten würden wir dann weitermachen. Langsam. Ich habe auch ein paar im Thunderbird, diejenigen, die ich einer anderen Firma nicht geben so, möchte. Okay, das wollen wir doch nicht. Von CommuNode und so. Nein, das sind eher die beruflichen, wo es darum geht, dass man da der USA das nicht so leicht machen möchte. Okay. Dann haben wir als nächstes den Blog-Aggregator auf dem Themenplan sozusagen. Micha, machst du das nochmal mit der Anja im Team oder überträgst du uns deinen Bildschirm, dass du nochmal ganz kurz was dazu sagst, einfach für diejenigen, die es jetzt bisher noch nicht ganz durchgestiegen sind, vielleicht auch nochmal mit dem RSS-Symbol hier oben zu erklären. Okay, dann macht das Anja. Ja, also live müsste es dann Anja machen, weil wenn ich das mache, dann fliegt sie wieder raus. Okay. Sieht ja genauso aus wie das Bild, also mach ruhig live. Ich sehe schon, wenn wir hier wieder fertig sind, dann wird das total emotional. Die Adobe Connect-Profis. Haben wir das dann alles schon vorbereitet im Hintergrund? Wir sollen ja auch was lernen bei der ganzen Geschichte. Gut, wir haben das Programm und da gibt es einen Blog-Aggregator und klicken drauf. So, sag an. Genau, also gibt im Prinzip drei Elemente auf dem Ganzen. Das eine ist diese lange Liste von Links. Das ist genau das, was wir so anzeigen. Da findet man alle Beiträge, die in diesem oder die wir da zusammen aggregieren von den Blogs. Dann gibt es zwei Funktionen. Zum einen dieses Quellen auswählen. Da kannst du mal drauf gehen.
Da könnte man sich jetzt, wenn man Lust hat, bestimmte Blogs und Quellen zusammenfiltern. Man kann sich mal zwei aussuchen. Genau, und könnt ihr dann auf Erstellen gehen. Genau, und dann würde man sehen, dass die Liste kleiner ist und gefiltert ist. Und was hier jetzt im Speziellen auch noch gemacht wird, das kommt ein Stück hoch, ist, dass hinter diesem RSS-Button sich ein Link zu einem RSS-Feed verbirgt, der unter Chrome dann so aussieht. Und der enthält jetzt auch also nicht mehr alle Blogs, sondern auch nur noch die, die ausgewählt worden sind. Also ich kann quasi auch diesen aggregierten Feed schon vorfiltern, wenn ich halt bloß drei Blogs an sich folgen will, dann kann ich das so ganz einfach einstellen. Ja. Viel mehr ist zu dem Blog-Aggregator eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass wir mittlerweile auch das Problem gelöst haben, dass bei dem Formular da Anmeldungen bis vor 2 Stunden noch nicht möglich waren, wo der Twitter-Name nicht eingegeben war, das haben wir alles gelöst. Gut, das Formular. Das geht auch ohne Twitter-Name. Angabe. Ja, und die meisten haben sich, glaube ich, eh schon angemeldet. Also, glaube ich, so Formular noch? 32, 33 Blogs mittlerweile. Ach so, ja, klick mal drauf. Also falls noch jemand seinen Blog vermisst, einfach E-Mail-Adresse angeben, wenn möglichst bitte die, mit der ihr euch beim Sog angemeldet habt und dann einfach die normale, also wenn es ein WordPress oder blogger.com-Feed ist oder wenn ihr selber WordPress betreibt oder so, reicht uns die normale URL, die einfach angeben, dann suchen wir den entsprechenden Feed raus, weil das immer die gleiche Adresse ist. Möglichst einen Beitrag schon drin haben, der mit Sog 13 getaggt ist. Das macht das Ganze einfacher. Wenn es irgendein Exoten-System ist, dann bitte direkt den Feed oder die Feed-Adresse angeben. Mit Ad oder ohne? Ja, und optional ist halt noch Twitter-Name, falls man das entsprechen möchte. Ohne, das ist ja eben manuell eh auch so eine Sache. Falls du wieder Gruppen machen willst oder so, jetzt mal. Ja, und dann einfach auf Anmelden drücken und je nachdem, wie schnell ich dann die E-Mail lese, taucht er dann auf. Das muss man nur einmal machen und sobald der Blog angemeldet ist, wird das alles automatisch gemacht, was die einzelnen Beiträge angeht. Gut, es gibt eine Frage oder einen Kommentar meiner E-Mail, dass der schon verwendet wurde. Wir gucken mal nach. Dann hast du den Blog wahrscheinlich schon angemeldet. Das ist pauschal denken. Nee, das machen wir lieber nicht. Kannst du ja noch unser lustiges Analytics-Dashboard zeigen, oder? Nein. Können wir noch machen. Ist vielleicht aber das vom letzten besser. Ich sehe hier keine Valerie. Kannst du vielleicht kurz dazu schreiben, welche URL das war? Find Exploit fängt ja mit F an. Find Exploit ist drin. Alles ist gut. Okay. Genau, wir könnten noch, wollen wir das machen? Also was Sie nicht sehen, was wir sehen, sind solche Sachen? Kannst du doch. Wir sehen nämlich, in welcher Zahl solche Blogposts eingetrudelt sind. Also in der letzten Woche, in der Woche 44, waren es 21 Blogposts, die wir über den Blog-Aggregator gezielt haben. Diese Woche sind es erst 19. Müssen wir also noch zwei, verdammt. Genau, man sieht hier die Tweets und wie viele Blogposts insgesamt reingekommen sind. Twitter-Namen können bestimmt nachträglich eingetragen werden. Micha, welche Relevanz hat das? Weil ich noch keine Liste gemacht habe, ne?
Bisher hat es keine. Also ich weiß nicht, ob du so letztes Mal so Freitag hatten wir bestimmte Gruppen zusammengestellt, irgendwelche Teilnehmer jetzt im Suche und welche nicht. Ich weiß nicht, ob du das wieder machst über Twitter oder ja, so. Da kann ich für den anfangen und dann gucke ich mir mal. Ja, also dafür hatten wir das, die hätten wir die Daten ja schon mal. Eine Twitter-Gruppe wieder aufmachen. Ja. Gut. So. Können wir zurückgucken. Mal zu den spannenden Sachen für die meisten. Nein, es war bisher alles spannend, so war es jetzt nicht gemeint. Ich meine, bloß meistens sind ja dann doch immer alle ruhig, wenn dieses Wort Prüfungsleistung fällt. Und immer betretene Stille im Raum. So wollen wir es hier gar nicht nennen oder handhaben. Also wir, das wollte ich jetzt ganz als erstes mal sagen, es geht hier wirklich nicht darum, irgendwie quantifizierbare Leistungen abzufragen und ihnen irgendwelches Wissen einzutrichtern. Also ich habe das auch letzte Woche schon versucht deutlich zu machen, dass es hier wirklich darum geht, irgendwie kompetenzorientiert zu arbeiten, Sachen auszuprobieren, Lernaktivitäten durchzuführen, die einen Anstöße geben, über Sachen nachzudenken oder auch einfach Lernanlässe zu nutzen, hier gemeinsam mit uns zu lernen. Das vielleicht erstmal zum Grobkonzept sozusagen. Und dafür haben wir uns Methode und Medium des E-Portfolios ausgesucht. Das heißt, Sie sollen Ihr persönliches Portfolio anfertigen im Laufe der nächsten 9 Wochen oder im Laufe der nächsten jetzt noch 8 Wochen. Das ist sozusagen die Leistung, die am Ende, weil es ja fürs Prüfungsamt immer irgendwie quantifizierbar sein muss, honoriert wird oder dafür gibt es dann eben die Punkte. So, wie ist das jetzt konkret? Haben wir ja versprochen, dass wir das diese Woche erklären. Sie haben auf der Website einen Reiter unter dem Blog-Aggregator, der heißt Portfolio-Beiträge. Der ist erst seit heute drin und das wird der Dreh- und Angelpunkt sein, wo sich Ihre, ich sag mal, Leistungen in den nächsten Wochen bewegen werden. Oder dort wird die Schnittstelle sein, wo Sie Ihre Sachen, die Sie erstellt haben, uns zeigen sozusagen. Also wo wir dann auch feststellen können, wer was wie viel gemacht hat und wo Sie Ihre Beiträge eingeben. Das ist erstmal so, glaube ich, das Wichtigste, was Sie wissen sollten, dass alles, was Sie machen und uns vorzeigen wollen, also uns als Leistung abgeben in Anführungsstrichen wollen, in diesem Portfolio-Beitragsformular eingetragen werden muss. Sie tragen als erstes nur Ihre E-Mail-Adresse ein, damit wir einfach vor, sage ich mal, Fake-Usern, also vor Bots, gefeit sind sozusagen, dass nicht irgendjemand seine Beiträge abgibt, sondern nur die angemeldeten Nutzer. Das wird intern abgeglichen, ob das übereinstimmt mit der E-Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung eingegeben haben. Also hier auch wichtig, die gleiche E-Mail-Adresse zu verwenden. Sie geben das Datum dazu ein, des Tages, zu welchem Themenblock das gehören soll und die Art des Beitrags. Sie haben hier zum Beispiel ausgewählt Blogpost, das kann aber auch ein Kommentar oder eine Portfolioaufgabe sein. Sie sehen dann hier verschiedene Auswahlfelder auf der Website. Ich bleibe jetzt aber mal in der Präsentation, um nicht ständig hin und her zu springen. Des Weiteren können Sie oder sollten Sie den Link zu dem jeweiligen Blogpost, zu der Portfolioaufgabe oder zu dem Kommentar hier eintragen. Die Kommentarlinks bekommen Sie meistens darüber, dass Sie auf das Datum des Beitrags oder Datum und Uhrzeit steht meistens bei dem Kommentar dabei. Den Link nehmen Sie einfach. Und hier können Sie, wenn Sie möchten, noch einen kurzen Kommentar dazu eintragen. Das ist aber, wie gesagt, keine Pflicht, denn Sie schreiben ja schon Reflexionsbeiträge, um zu reflektieren und Ihre Reflexion brauchen Sie nicht nochmal reflektieren. Genau, gehen wir weiter in dem Formular oder auf der Website, sehen Sie im unteren Teil eine Tabelle, wie Sie die vom Blog-Aggregator kennen, so ähnlich. Sie können die auch wieder filtern nach Nutzern oder Sie lassen sich alle Nutzer anzeigen und sehen hier, welcher Beitrag
von uns mit welchem Badge gekennzeichnet ist. So, jetzt wird es kompliziert. Wir haben uns überlegt, weil im SUG 13 kam dann doch die Rückmeldung, dass gerne mehr Transparenz über die Einschätzung der Beiträge gewünscht worden wäre, also dass die Teilnehmer eben auch zwischendurch wissen, wie sie stehen, was erwartet wird, wie sie im Verhältnis zu anderen eingeschätzt werden. Und um das zu gewährleisten, ohne Noten zu vergeben, was einfach gegen das Prinzip des Konnektivismus, was wir letzte Woche besprochen haben, spricht, also dem eben nicht entspricht, bekommen Sie hier einen goldenen, also so wie der, einen silbernen oder einen Bronze-Badge. Das heißt, kein Beitrag ist schlecht, jeder Beitrag ist ein Beitrag, also irgendwo ein Knoten im Wissensnetz, das wir uns gemeinsam aufbauen. Aber es gibt eben nochmal eine kleine Abstufung, zwischen der ist umfangreich, da sind viele Quellen erwähnt, da wurde Bezug auf andere Beiträge genommen, da wurden relevante aktuelle Fragen aufgeworfen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann auch sagen, das ist eben besonders interessant. Dann gibt es hier einen goldenen Beitrag, einen goldenen Badge, und wenn es jetzt bloß mal ein Bild war oder so, gibt es einfach einen Bronze-Badge, was nicht schlecht ist, aber was jetzt zum Beispiel als Portfolioaufgabe oder sowas dann vielleicht noch nicht so umfassend war. Punkte bekommt man auch bei Bronze. Ich lese mal kurz im Chat. Ja, das war es eigentlich. Also nur die Frage, man bekommt immer Punkte, wir sind aber auch nicht so, also wir zählen auch keine Punkte zusammen. Es gibt ein paar in Dresden, die bekommen eine Note. Ich setze mich trotzdem nicht hin und zähle die Punkte zusammen. Ich schaue mir natürlich an, wie sieht das Gesamtkonzept aus. Wie hat derjenige in seiner Portfolioarbeit gearbeitet? Wie kontinuierlich hat er sein Portfolio zusammengestellt? Wie interessiert hat er mitgearbeitet? Wie präsent war er im ganzen Diskurs? Wie präsent war er auch in den Expertendiskussionen? Solche Sachen sind hier relevant und weniger, dass bestimmte Wissensoutputs da in den Blogs erscheinen oder sowas. Dann gehen wir mal weiter auf die nächste Folie. Ich habe hier jetzt, weil das Sie sicher am meisten interessiert, schon was erzählt, wo Sie Ihre Beiträge abgeben. Also quasi kennen Sie jetzt schon mal das Prüfungsamt, in Anführungsstrichen, aber was sollen Sie eigentlich machen und was meinen wir oder wünschen wir uns eigentlich von der Portfolioarbeit? Warum nennen wir das Portfolio, was Sie hier machen sollen? Und wie sieht das konkret aus? Hier ganz kurz zur Theorie quasi, also was steckt dahinter, hinter der ganzen Portfolioarbeit? Es geht darum, dass Sie eine Sammelmappe anfertigen, in der Sie alles, was Sie in und um den SUG machen, organisieren und verwalten, aber eben auch reflektieren oder auch Beurteilungen von anderen Blogs zum Beispiel diskutieren und zusammentragen. Diese Sammelmappe ist in unserem Fall natürlich keine Papiermappe, die Sie mir hier in Dresden irgendwie in die Strehner Straße bringen, sondern dies wird Ihr Blog sein. Also Ihr Blog ist Ihr persönliches Portfolio. Den haben Sie jetzt aufgesetzt, Sie können sich im Dashboard bewegen, Sie posten Beiträge und geben die bei uns ab. Und das sind Ihre Artefakte, nennt man das, also Ihre Beiträge zum SUG, Ihr Beitrag für unser gemeinsames Wissensnetz, was wir erstellen oder verwalten. Sie stellen damit Ihre Bemühungen dar, also Leistungen eher im Sinne von Hochschul- oder von formalen Kontexten. Hier ist es wirklich eher im Sinne von Beiträgen in der Community, also in der Gemeinschaft einen Beitrag zu leisten. Sie werfen Fragestellungen auf und regen Diskussionen an. Wie ich schon gemeint habe, dieses Ihr Ort, wo Sie arbeiten, wo Sie für sich reflektieren und Ihre Arbeitsschritte dokumentieren. So, hier habe ich es nochmal visualisiert. Ich habe es wirklich nochmal sehr kleinteilig hier dargestellt, weil Sie können sich die Präsentation, also das Video nochmal anschauen, aber Sie können sich auch die Präsentation natürlich auch auf Slideshare dann runterladen und auch über den Blog, über den SUG 1314 Blog, über die Kurspage auch nochmal anschauen und so. Deswegen alles hier sehr umfassend nochmal erklärt, was ein Portfolio ist. Es geht halt um einen Zyklus oder um eine zyklische Abfolge von Handlungen, von Lernhandlungen, die beginnen mit so einer eigenen Erwartungshaltung, die man formuliert, die man auch aufschreibt, die man ausformuliert, wie sehen meine Erwartungen aus an diesen Kurs hier, an dieses Szenario. Es geht darum, Beiträge und Materialien, Hinweise, Links und so weiter zu sammeln.
die in dem Kontext des Lernziels oder im Kontext des SUG 13 stehen. Es geht darum zu reflektieren darüber, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht, was hat mir das für mein, ja, für mein lebenslanges Lernen, wie man so schön sagt, gebracht, welche Kompetenzen habe ich mir angeeignet. Es geht auch um das Präsentieren natürlich im Web. Wie stelle ich mich da, wie gestalte ich meinen Blog, wie präsentiere ich die inhaltlichen Beiträge. Und letztlich geht es dann auch um dieses Bewerten und Evaluieren, was hier wieder sehr nach formalen Lernprozessen klingt, bei uns vielmehr um das Kommentieren und das gegenseitige Wert und Einschätzen der Beiträge. So. Die Fragen, die jetzt kommen, greife ich dann alle nochmal auf. Also geht nichts verloren. Und wenn, dann erinnert mich die Anja dran, wenn ich irgendeine Frage vergessen habe zu beantworten. Hier jetzt aufgeschlüsselt sozusagen anhand der theoretischen Abbildung, wie sieht es im SUG 13 aus? Dieses Vorwissen oder dieses Lernziel formulieren ist halt in Form eines Blogartikels über ihre Erfahrungen zum Themenblock oder ihre Erwartungen zum Themenblock. Es gibt halt für jeden Themenblock dann immer eine Aufgabe oder eine, für jeden Themenblock sollen Sie halt mal einen Blogpost verfassen, was Sie davon erwarten, wie Sie mit dem Thema schon in Kontakt standen, also wie das vielleicht in Ihrem Studium eine Rolle spielte. Solche Sachen sollen Sie in dem ersten Blogpost sozusagen mit einbringen. Das wäre beispielsweise schon ein Beitrag. Also hier wieder das Wort unterscheiden zwischen Beitrag und Portfolioaufgabe. Ein Beitrag wäre beispielsweise schon so ein Blogartikel über ein vergangenes Erlebnis oder über vergangenes Vorwissen, nicht vergangenes Vorwissen, über Vorwissen zu dem jeweiligen Themenblock. Dann geht es um das Sammeln von Materialien. Das können hier natürlich Webpräsenzen sein, andere Blogs, auch Vorträge auf YouTube beispielsweise oder Slideshare. Also Materialien, die Sie für sich in Ihrem, in Ihrer Mediathek beispielsweise, wie es die Lena vorhin gezeigt hat, zusammensammeln erstmal. Dann reflektieren Sie über interessante Artikel, die Sie beispielsweise gefunden haben. Also Sie haben einen total spannenden Artikel zu Open Educational Resources gefunden, wollen den anderen mitteilen, posten den auf Ihrem Blog und schreiben kurz eine Zusammenfassung oder eine Reflexion zu diesem Beitrag oder zu diesem Vortrag oder zu diesem Foliensatz beispielsweise auf Slideshare. Das könnte alles noch ein Beitrag sein. Wir sind immer noch bei Beiträgen, zum Portfolio Aufgaben komme ich dann ganz konkret. Dann geht es darum, Sie haben irgendwas gepostet auf Ihrem Blog und ich sage jetzt Kommilitonen oder eben andere Teilnehmer des SUG und Teilnehmerinnen haben kommentiert dazu. Das kann eine Rückmeldung, eine positive oder negative Rückmeldung gewesen sein oder einfach nochmal ein Hinweis, einen weitergehenden Hinweis. Und Sie schauen sich das halt an und können daraufhin natürlich auch wieder in die Diskussion treten in Ihrem Kommentarfeld auf Ihrem Blog und über die aufgeworfenen Fragen diskutieren. Und der letzte Schritt wäre dann sozusagen die Abgabe als Beitrag, eben als Portfolio-Beitrag in diesem Portfolio-Formular, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. So. Das alles war jetzt noch ein Beitrag. Also da bleibt Ihnen, Sie sollen einen Beitrag pro Themenblock schreiben. Das kann eine Materialzusammenfassung sein, das kann eben so ein Erwartungspost sein oder auch eine aufgegriffene Diskussion, die in einem Kommentarfeld stattfand. Beispielsweise. Also sowas ist ein Blogbeitrag. Ja? Ich würd kurz eine Zwischenfragerunde machen, weil jetzt einiges gekommen war. Also ja, ja, ja. Finde ich gut. Credit Points oder findest du so besser? Ich trage das mal zusammen aus Etherpad, beziehungsweise habe ich die Fragen auch ins Etherpad teilweise mit reinkopiert. Sind die Portfolioaufgaben an die einzelnen Themenblöcke gebunden oder hat man jeweils nur diese 2 Wochen Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten oder werden von zu Anfang der Online-Phase alle Aufgaben? Also genau, die Frage kam schon im Etherpad. Also es ist immer so, dass wir an diesem ersten Montag des Themenblocks morgens die Materialien und die Hinweise, wie das dann genau aussieht, können wir dann nochmal zeigen aus dem SUG 13, und auch die Portfolioaufgaben für den Themenblock posten auf dem Kursblock. Das heißt, Sie bekommen in den 2 Wochen die Aufgaben für diese 2 Wochen, also am Anfang der 2 Wochen für diese 2 Wochen.
Und am Anfang der nächsten 2 Wochen wieder für die nächsten 2 Wochen. Also Sie bekommen nicht alle Aufgaben auf einmal, sondern immer gekoppelt an den Themenblock. Einfach, dass wir auch aktuelle Sachen mit aufgreifen können. Vielleicht nochmal einen Rückbezug herstellen können zu aufgeworfenen Fragen aus dem vergangenen Themenblock oder so. Also wir wollen das so aktuell wie möglich halten und deswegen macht es auch keinen Sinn, also es macht auch einfach didaktisch keinen Sinn, von Anfang an alle Aufgaben zu posten. Genau, das wäre die erste Grenze. Der Deadline, genau. Sie sollten in der ersten Woche Ihren im Beitrag oder Ihre Portfolioaufgabe posten, also veröffentlichen quasi über Ihren Blog. Das erscheint dann im Blog-Aggregator, wenn Sie das über SUG 1314 taggen. Und dann kann es in die Diskussion gehen. Das heißt, Sie haben die komplette 2. Woche Zeit, über das Kommentarfeld mit anderen in Kontakt zu treten, zu diskutieren. Und wenn Sie möchten oder eben am Ende des Themenblocks, das ist jetzt Ihre Entscheidung, wenn Sie das möchten, geben Sie das ins Portfolioformular ein. Also am besten einfach gleich machen, dann vergessen Sie es nicht. Genauso habe ich es auch geantwortet. Ich habe gesagt, dass bei kleinen Verzögerungen drücken wir sicher ein Auge zu, aber dass die Aufgaben ja schon auch dazu gedacht sind, Diskussionen anzuregen und auch die Blogbeiträge, damit das nicht jemand denkt, der kann am Ende alles machen. Das ist doch auch doof. Sie wollen doch hier mitmachen oder ihr wollt mitmachen, weil es keine Prüfung gibt, die am Ende geschrieben wird. Also wirklich so zeitnah wie möglich dann auch die, also in der ersten Woche auf jeden Fall was machen. Genau, dann kam die Frage, muss ich euch mitteilen, wenn ich jetzt die Aufgabe erledigt habe, Portfolio, Blogbeitrag, oder schaut ihr auf den Blogs und hakt es dann ab? Das habe ich schon beantwortet, das geht mit dem Portfolio-Formular. Auch aus dem Grund her, also wir wollten das vorher so machen, dass wir das im Blog-Aggregator einfach nachschauen, aber das war im letzten Semester den Studierenden ein bisschen unsicher und dann haben wir gesagt, ach komm, gehen wir in die Sicherheit. Genau. Dann wurde im Chat jetzt gefragt, also heißt es, der Blog wird gefüllt mit einfachen Beiträgen und den Portfolio-Beiträgen? Ja. Antwort ja. Frage, bevor ich es vergesse zu fragen, wie viel SES zieht das Fach? Also wir haben, ich denke mal, das geht in Richtung Studium Generale für Maschinenbau. Und wir haben unser Lehrangebot, sage ich jetzt mal, nur nach Credit Points gestaffelt. Einfach Bologna-mäßig. Und wir haben letztens nach der Präsenzveranstaltung noch diskutiert, dass alle, die Maschinenbau, diesen Studium Generale-Schein brauchen, die Anforderungen für 2 Credit Points machen. Das heißt, sie werden hier. Das entspricht dem Workload, sage ich mal, eines Sitzscheins. Sieht man Cursor nicht? Ist aber kann egal. Man das irgendwie ändern? In der Spalte, wo 2 Credit Points liegt. Naja, egal. Genau, also das wären, dann können Sie selber gucken, was ein Sitzschein an SWS bringt. Jetzt ist mein Pfeil grün. Nee, Anjas Pfeil. Ja, okay. Ich habe ihn eingefügt. Genau. Und dann noch eine letzte Frage, wenn ich das hier links nicht ganz verpasst habe. Müssen wir uns eigentlich online für den Kurs beim Prüfungsamt anmelden oder läuft das alles über uns? Also euch war das. Das kommt drauf an, da bitte ich einfach nochmal, also das kommt ein bisschen drauf an, welche Uni und welches Fach und welcher Studiengang und überhaupt eigentlich welches Prüfungsamt. Da würde ich einfach nochmal bitten, mir eine E-Mail zu schreiben und die Frage dann mit dem entsprechenden Rahmeninformationen nochmal zu füttern und dann kann ich da auch eine Auskunft geben. Das unterscheidet sich zum Beispiel bei Bachelor und Mastern und Diplomen noch sehr, inwiefern man da Scheine in Papier braucht und so weiter und so fort. Einfach nochmal eine E-Mail schreiben, bitte, Elli. Schön. Genau, wie ist das nochmal mit den Klarnamen? Wem sollen wir den mitteilen? Der Klarname war doch im Anmeldeformular mit drin. Da ist der gut aufgehoben, denke ich, oder? Da haben Sie auch eine E-Mail-Adresse angegeben und wenn Sie die immer fehlerfrei nehmen, dann sollte es auch kein Problem sein. Sonst fragen wir nochmal nach. Also wir haben ja dann die Leistung meistens eingeordnet, wenn wir sie nicht zuordnen können, fragen wir nochmal nach. Weiter geht's? Okay, weiter geht's. Achso, ne, das ist dann Anna P. bitte nochmal einen Hinweis, also mit einer Mail an mich, mit den beiden E-Mail-Adressen, Ihrem Klarnamen und Ihrem Nickname. Dann können wir das zusammenbasteln und dann passt es.
Okay, dann geht's weiter. Wir sind jetzt bei Ausschnitt des Portfolioformulars. Und ich habe jetzt schon ganz viele Beispiele gebracht, was ein Beitrag ist. Ich glaube, das ist immer so, also das war zumindest letzte Woche in der Präsenzveranstaltung die größte Unsicherheit, was ist denn jetzt ein Beitrag? Was eine Aufgabe ist, verstehen wir irgendwie, aber was ist ein Beitrag? So, das haben wir jetzt, glaube ich, halbwegs abgehakt, abgeklärt, was so in etwa da reinkommen könnte. Am Ende dieser Präsentation sehen Sie auch nochmal Reflexionsfragen, Leitfragen, ja, also Schreibblockaden. Also nochmal wirklicher Hinweise, was man da schreiben kann. Kommen wir zur Portfolioaufgabe. Also eine Portfolioaufgabe geben wir am Beginn des Themenblocks über den Block frei. Aber ich klicke erstmal weiter. Hier nochmal der Hinweis, das ist eben Ihr persönliches Portfolio, wo Sie drin Ihre Beiträge bearbeiten. So kann das zum Beispiel aussehen. Das ist einfach mein persönliches Portfolio, wo quasi meine Sachen, die mich so bewegen, beruflich natürlich, dastehen. Und sowas sollen Sie eben auch selber machen. So, da der Hinweis nochmal zu den Beiträgen. Und jetzt kommen wir zu den, das ist hier quasi nochmal das Gleiche. Und jetzt kommen wir zur Portfolioaufgabe. Und da habe ich aus dem SUG 13, Sie können auch gerne immer nochmal in den SUG 13 lunchen, die gleiche Webadresse, die gleiche URL, bloß ohne die 14. Und da sehen Sie unter Programm auch die Themenblöcke, die wir durchgeführt haben. Und da gibt es immer so als vorletztes oder letztes Item sozusagen, als letzte Box, die Box, was kann ich tun? Und hinter dieser Box verbirgt sich immer die Portfolioaufgabe. Das heißt, Sie sollten sich vielleicht die ersten Sachen auch durchlesen, also Sie sollten sich auf jeden Fall die ersten Sachen durchlesen, denn da fassen wir zusammen, um was es gehen wird, was Sie dazu lesen können und anschauen können. Das sind Materialhinweise unsererseits. Dann gibt es nochmal einen Hinweis, welche anderen Quellen hierzu noch herzugezogen werden können. Das heißt, eher so Randthemen, die aber auch sehr interessant sein können. Hier dahinter sammeln sich dann im Laufe der Online- oder im Laufe der Phase, im Laufe der 2 Wochen die Impulsbeiträge, die von Ihnen, nämlich von den Leuten verfasst werden, die 4 Credit Points haben möchten. Dazu kommen wir später noch. Sie haben hier die Zusammenfassungen, die unsererseits und ihrerseits geschrieben werden. Ein Hinweis auf die Live-Session, also nochmal den Link zum Adobe Connect-Raum, nochmal ein kurzer Hinweis zu dem Referenten, den wir eingeladen haben, also eingeladen in Anführungsstrichen. Und eben als vorletztes, glaube ich, dann kommt dann nochmal irgendein Inhalt, kommt dann, was kann ich tun? Und dort finden Sie Portfolioaufgaben. Wer nochmal angucken möchte, was man sich darunter vorstellen muss, geht einfach mal auf den SUG 13-Blog und klickt sich da mal rein. Und diese Aufgabe wird dann auch als Blogpost, aber es ist eben kein Beitrag, sondern eine Aufgabenbearbeitung, sage ich mal, bearbeitet. Also der gehört, die Portfolioaufgabe gehört genauso in Ihr Portfolio. Ihr Portfolio ist Ihr Blog. Und da stehen Beiträge drin und eben auch bearbeitete Aufgaben. Bei denjenigen, die 3 Credit Points haben möchten, das sind eben 2 Aufgaben pro Themenblock bearbeitet. Bei denjenigen, die 2 Credit Points haben, ist eben nur eine oder wer natürlich 2 machen will, ist auch gut, aber minimal sozusagen eine bearbeitet und alles erscheint sozusagen auf Ihrem Blog. Und Sie wählen im Portfolioformular dann aus, ist es ein Beitrag oder ist es eben eine Portfolioaufgabe oder ein Kommentar. Dazu. So. Hier die nächsten beiden Folien, also diese Folie und auch die nächste, sind nochmal so, ich sag's mal, Schreibanlässe. Also da stehen nochmal Fragen drauf, die Sie unterstützen sollen, so ein bisschen diese Angst vorm Lernblatt zu lösen oder vorm leeren Textfeld im Dashboard oder im Backup von WordPress. Was Sie sozusagen nochmal unterstützen soll, da zu helfen, zu schreiben. Ich würde jetzt nicht auf jede Frage einzeln eingehen, das sind einfach nochmal Hinweise von uns, die Sie dabei unterstützen sollen. So, da gehe ich jetzt mal drüber. Hier auch nochmal
was habe ich eigentlich davon, aber also warum machen wir es nicht einfach so, wie sie es vielleicht einige von Ihnen vielleicht von diesen X-MOOCs, wo wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen haben, kennen, dass einfach nur ein Multiple-Choice-Test oder überhaupt irgendwie ein Online-Test durchgeführt wird und am Ende kriegt man eine Note. Warum machen wir das nicht? Weil es eben darum geht, dass Sie Ihre persönliche Lernumgebung strukturieren können, dass Sie Ihr Lernmanagement sozusagen verbessern lernen und versuchen eben soziale Medien auch für Ihr eigenes Lernen einzusetzen, anzuwenden, verschiedene Werkzeuge kennenzulernen, also was Sie ja jetzt einfach schon in der Anfangsphase ganz verstärkt tun, dass Sie selber auch nochmal reflektieren, was bringt mir dieses Social Media eigentlich? Also was bringen mir die digitalen Medien für mein Lernen und aber auch für mein Lehren? Wir haben ja auch einige Lehrende dabei oder Lehramtsstudierende, die einfach hier nochmal ganz anders reflektieren können, wie die digitalen Medien eigentlich unsere Gesellschaft, unsere Lehren auch verändern. Es geht um den Austausch mit anderen, der natürlich viel einfacher ist, als wenn wir unsere Sammelmappen, sage ich jetzt mal, untereinander austauschen müssten. Das würden wir nicht bis nach Österreich oder in die Schweiz schaffen oder nur mit der Post. Das ist hier halt ein großer Vorteil der digitalen Medien. Es geht darum, auch konstruktives Feedback zu geben und annehmen zu können. Das heißt auch untereinander so fair und konstruktiv und dennoch kritisch zu sein, dass es eine wertvolle Diskussion gibt, dass auch mal Provokationen natürlich eine Rolle spielen können, um die Diskussion anzuregen, aber dass hier einfach auch ein Umgang gelernt wird, wie man mit dieser asynchronen oder auch eben webbasierten Kommunikation umgeht. Und es geht dann letztlich auch darum, wenn Sie möchten, wenn Sie es für sich als Werkzeug, als Methode erkannt haben oder für sich entdeckt haben, dieses Portfolio, was Sie hier anfangen und einsetzen, das dann auch weiter zu nutzen. Soweit erstmal dazu. Gibt es jetzt erstmal Fragen? Nochmal, so zwischendurch zu Portfolioaufgaben. Oder kritische Anmerkungen oder Verwirrung oder ähnliches. Okay, es gibt niemand ein, doch. Dann warte ich noch kurz. Ansonsten, wir versuchen auch immer. Wer ist denn der Fit? Der Zug, der Fuchs. Oh ja, Zug. Fuchs und die Elster. Ich poste gleich mal. Reicht Twitter, muss ich mich auch bei WordPress anmelden. Das ist ja wieder so ein Thema, was wir auch diskutiert haben letzte Woche. Sie können sich natürlich über Twitter anmelden und alle Aufgaben irgendwie so bearbeiten, dass Sie irgendwas abfotografieren oder irgendwelche Google Drive-Dokumente verlinken oder ähnliches. Also dass Sie einfach Twitter als Werkzeug nutzen, dass Sie uns mitteilen, wo Ihre Aufgabe steht. Aber wenn Sie im Sinne des Portfolio-Gedankens arbeiten und Sie waren ja auch derjenige, der die 3 Credit Points erarbeiten möchte, wäre es schon gut, wenn Sie sich einfach einen Account anlegen bei WordPress, um das so zusammenzufassen. Okay, weil ihr gesehen habt. vielleicht, also ich fände es gut, wenn wir uns aufs Du einigen könnten. Ich habe das mit den Dresdnern letzte Woche in Präsenz sozusagen eigentlich auch so gemacht, dass es einfach im Sinne dieses Online-Kommunikation irgendwie immer sehr künstlich wirkt, wenn man sich sieht. Aber ich bin da auch offen und ich kann auch sitzen, wie ihr ja gemerkt habt. Also wer das besser findet und wer gerne irgendwie diese Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden gewahrt wissen möchte, der kann sich jetzt melden. Na, das ist ja jetzt eine tolle Herausforderung. Ich finde das legitim, wenn man sich jetzt melden würde, aber ich finde es einfach schöner, wenn wir das einheitlich machen könnten und irgendwie wir untereinander duzen uns ja auch und kommunizieren über den Zug und im Zug und
jeder sieht es. Also ist es irgendwie komisch, wenn wir da so eine Grenze ziehen. Ja. So, ja, genau. Inner Circle. So. Zu dir darf ich du sagen und sie nicht. Ja. Genau, also sie dürfen, also im Moment, ihr dürft auch gerne du sagen. So rum. Sehr gut. Also, ja, ich verfalle da nur manchmal rein, weil ich so meistens Folien in Sie-Form erstelle, weil ich nie richtig weiß, wer dann vor einem sitzt. Aber ich halte so ein Du auch nicht, so ein Sie auch nicht durch. Gut. Dann vielleicht noch der Hinweis, aber dafür würde ich nochmal versuchen, den Bildschirm... Oder, nee, Anja sagt erstmal noch was zu Badges. Genau, das machen wir als erstes. Anja sagt was zu Badges. Okay, genau. Das kam ja vorhin schon im Portfolio-Formular. Hier mal in etwas größere Abbildung. Also es gibt zu jeder Abgabe kleine Badges. Ne? Also die sind dann Bronze, Silber oder Gold. Das ist gut, toll oder super. Wir fangen nicht mit schlechten Bewertungen an. Das heißt, dieses Bronze ist quasi so die Hürde, die man erklommen haben muss, um dass wir sagen, okay, das gilt jetzt für diesen Themenblock oder das ist ein Beitrag, den man, also nicht den man gelten lassen kann, aber es ist ein ganz normaler, guter Beitrag. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie auch einen Abschnitt einfach bei uns rauskopieren aus dem Blog und dann drunter schreiben, ja, ich sehe das genauso, würden Sie wahrscheinlich keinen Bronze-Badge bekommen, ihr. Das bin ich schon wieder soweit. Das haben wir in diesem Semester neu. Das heißt, es gab es letztes Semester noch nicht. Das ist das, was neu ist. Ich habe dazu jetzt auch eine Masterarbeit auf dem Tisch liegen. Das heißt, das ist nicht irgendwelcher halbgewalter Mist, sondern da hat sich jemand ein ganzes Semester damit auseinandergesetzt. Und wir schauen mal. Also es ist einfach, damit Sie auch eine Rückmeldung bekommen. Ist vielleicht auch ein Stück weit eine Leseempfehlung. Es wird auch Abschlussbadges geben. Das heißt, wenn Sie fertig sind mit dem Ganzen und Sie möchten das in Ihr Mozilla-Badge Backpack laden. Das habe ich auch erst seit kurzem, das bin ich auch gerade erst einmal proben, deswegen hier nur als kleiner Ausblick, das ist fertig. Das ist noch nicht fertig. Sticker-Album kleben. Dazu dann aber mal so viel, wenn wir es fertig haben. Ich treffe mich am Donnerstag mit ein paar tollen Leuten im Hangout und wir überlegen uns erstmal, wie das Ganze aussehen soll. Und dann gucke ich mir den Rest noch an. Aber ich habe schon eine Vorstellung. Und ich muss die Masterarbeit noch lesen, damit ich weiß, wie es geht. Gut. Oh, fertig seid? Ihr fertig seid? Ihr eine Rückmeldung? Ja. Gut. Ich habe es gemerkt. Weil da sie auch irgendwo drin stand. Nee, steht's nicht. Kann ich es nicht mal da drauf schieben. Naja. Gut. Na dann. Genau, also ich wollte noch zeigen, ich gehe noch mal in diese andere Ansicht, gebe meinen Bildschirm frei. Und nur noch mal der Hinweis für eigentlich alle, aber insbesondere eigentlich nur für die 4 Credit Point Leute. Unter Ihnen, die eben 4 Punkte erhalten möchten, da steht in Ihrem Anforderungsmatrix-Tabellchen, dass Sie schreiben sollen, beziehungsweise eine Zusammenfassung. Und wir haben uns überlegt, Sie sind, wie viel? 11 Leute haben wir gesagt? Genau, Sie sind 11 Leute. Wir haben 4 Themenblöcke. Das bedeutet, dass es einen Startpost, also einen Impulsbeitrag pro Themenblock und einen Abschlussbeitrag pro Themenblock gibt, also eine Zusammenfassung. Das können Sie hier erkennen bei Impuls-Themenblock 1 bzw. Zusammenfassung-Themenblock 1. Und haben wir uns überlegt, weil es eben mehr als 8 Leute sind, es gibt noch einen Weihnachtspost, also hier ist Kreativität gefragt für denjenigen, der sich das auswählt, und einen Silvesterpost. Das heißt, Sie schreiben hier einen, oder Neujahrspost, wie Sie das auch immer handhaben möchten. Da sind wir mit der Deadline nicht ganz so eng, ob es am 31.12. oder am 1.1. kommt. Sie schreiben dann quasi zu dem aktuellen oder zum aktuellen Thema, zum aktuellen Themenblock, beziehungsweise eben zum Sug zu Weihnachten und zum Sug zu Neujahr, was auf Ihr Impulsbeitrag im Portfolioformular wieder ab.
Also das ist genau der gleiche Workflow wie mit jeder Portfolioaufgabe und jedem Beitrag auch. Und am Schluss gibt es nochmal, da müsste sich eben ein Dresdner auswählen, eine Zusammenfassung des Abschlussworkshops, der in Präsenz stattfindet. Also da vielleicht ein bisschen mehr als wie die Kekse geschmeckt haben, aber das sollte auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Nee, und Sie wählen jedenfalls, die 11 Leute oder ihr 11 Leute, wählt euch einen Beitrag aus, klickt da an bei Doodle und habt euch sozusagen verpflichtet, für diesen Themenblock beziehungsweise ja, für diesen Themenblock eine Zusammenfassung, einen Impuls oder eben einen Sonderpost zu verfassen. Und damit wäre dann diese Leistung Impulsbeitrag abgegolten. Die Mail mit dem Link schicke ich jetzt gleich noch rum nach der Online-Session und dann auf die Plätze fertig los, sozusagen. Wir wollten bloß jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es dann nicht heißt, oh, ich habe nicht so schnell in meine Mails geguckt und ich wollte doch lieber. So. Also für alle die gleichen Chancen. So, dann übergebe ich erstmal wieder an die Anja, oder? Moment, ich muss aber... oder vielleicht übergeben wir einfach an alle Was und gehen mal auf Fragen ein. Jemand eben, ja genau. Wir überlegen uns, ob wir noch eine Präsenz-Sondersitzung in Dresden machen. Genau. Halt. Können ja mal auf die Diskussion umspringen. Also ich kann ja Kekse backen, aber ich kann sie schlecht durch die Leitung schicken. Ich kann jetzt wieder Bashing gegen die Siegner und Ken. Ja. Warte, Informatiker wird, da kann ja der Michael Cookies anlegen. Ha, ha, ha. So. Wir bringen uns nochmal zum Wackeln, ist vielleicht auch ganz nett. Andrea kann sich ja mal ins Bild hängen. Ich bin immer nur die Stimme aus dem Off, aber das ist schon okay. Gut, was haben wir denn noch so gehabt? Ja, ich habe schon gemeint, dann möchte ich mal ein Sie-Sparschwein aufmachen. Davon können wir dann den Kuchen und die Kekse und den Glühwein noch bezahlen. Ja, das sind rein wirtschaftliche Interessen. Ist auch sehr wichtig, dass Sie hier auch was Kulturelles mitnehmen. Ich habe erklärt, was, was Lunchen ist. Ja. Also ich würde sagen, da wir diese Online-Sessions, die Expertenrunden, ja auch im Adobe Connect laufen lassen werden, also dass die da ja auch stattfinden, meldet sich jetzt noch, also können Sie jetzt nochmal ausprobieren, wie Sie diesen, wie Sie sich melden und so weiter. Sie haben oben links in der Ecke, also oben links in der Navigationsleiste, sage ich mal, ein kleines Männchen, was den Arm hebt. Und da können jetzt diejenigen, die alles verstanden haben und bei denen nichts mehr unklar ist, jetzt mal den grünen Haken stimmt zu auswählen. Dann kriegen wir nämlich mal einen Überblick, wer jetzt noch nichts verstanden hat. Oder noch nicht alles verstanden hat. Die Anja hat nichts verstanden. Wer schon am Herd steht und Abendessen kommt. Damit sehen wir jetzt auch, wer jetzt noch aktiv dabei ist oder wer sich okay, das, das wäre eine Ausrede. Oder Kekse backen. Da hat sich jemand zu Wort gemeldet. Der Michael Rietze. Da oben. Ja, und das ist dann Michael, du darfst jetzt reden, wenn du möchtest. Gegangen. Also ich nehme an, das war die Suche nach. Geht auch da oben über das Mikrofonsymbol. Ah, okay. Okay. Super. Okay, alles klar. Dann denke ich mal, die... Gut, wir können natürlich auch für weitere Fragen noch aufmachen. Also wenn jetzt noch richtig voll vermischte Fragen sind. Sorry dafür. Können Sie die jetzt eingeben? Alles, was noch so auf dem Herzen liegt. Ansonsten, weil ich diese Diskussion auch am Wochenende wieder hat, mit Urheberrecht und Bildern, die man in den Blogs verwendet.
Also entweder Sie sind sich sicher, Sie haben es selber gemacht oder Sie nutzen ein Bild unter einer entsprechenden freien Lizenz. Oder Sie gehen erstmal vorsichtig vor. Also wir wollen jetzt der zweiten Themenblockwoche nicht vorausgreifen, das ist immer doof mit Angst machen und sowas. Wir passen da auch drauf auf. Also wir werden Sie darauf hinweisen, wenn euch darauf hinweisen, wenn da irgendwie was drin ist, wo wir denken, das könnte Probleme geben, da werden wir euch nicht ins Messer laufen lassen. Das nur als Hinweis. Ich wollte eigentlich auch noch so einen Crashkurs Lizenzen vorbereiten, noch als Stagehair. Die werden wir vielleicht irgendwann nochmal hochstellen. Nein, wir sind nicht beim Sie, es war ein Versehen. Aber ihr seid so viele. Ja. Welches Bild? Achso, das Bild da drin. Ja, klar, die Bilder waren alle hübsch, die sind auch so. Nee, das mit dem, ich nehme mal an, Nathalie, dass du dann diejenige bist, die dieses Bild aus der Schule gepostet hat. Vielleicht nehmen wir das mal als alle an, als Anschauungsmaterial. Das war so ein selbstfotografiertes Bild von einem Kunstfoto aus einer Schule. Und genau, ich suche den Link quasi parallel raus. Ich kann aber, ist aber die Nathalie schneller, weil die weiß ihren Blog schneller, wie er vier heißt. Und da war das das Ding, dass die Frage ist, darf man das einfach so reinposten oder nicht? Das ist natürlich so eine Sache, das war in der slowenischen Schule fotografiert worden, mit slowenischem Urheberrecht kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich bin froh, dass ich im Deutschen langsam durchsteige. Normalerweise ist es so, dass dieses Bild ja jemandem gehört und der die Nutzungsrechte festlegen darf. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass dieses Bild keiner vermisst. Und dass es auch so generisch ist, ist der Werkcharakter vielleicht jetzt, naja, weiß ich nicht. Das sage ich vielleicht nicht öffentlich. Ansonsten, der absolut super sichere Weg wäre, das rauszunehmen. Bei Unsicherheiten einfach immer die Quelle mit angeben. Ja, zum Teil. Wir müssen auch ein paar Sachen erfahren, aber ich würde denken, dass ein Bild aus einer slowenischen Schule fotografiert keinen Ärger macht. Gut, aber jetzt sind wir fast schon in der Diskussion, die wir eigentlich erst in 2 Wochen führen wollen. Genau, da ist das. Das Bild und auch die Diskussion dazu drunter dann. Ja, Andrea, wie siehst du das? Ich habe da immer ein bisschen die vorsichtige Brille auf. Andrea? Das ist das Bild. Es wurde wohl in einer Schule. Okay. Tja. Das Bild hing zu. Weiß ich nicht. Groß. Weiß ich nicht. Vielleicht ist, also ich würde jetzt auch sagen, so wie du glaube ich auch gemeint hast, das ist einfach zu wenig eigene Schöpfungshöhe. Aber das ist vielleicht auch vermessen dem Künstler gegenüber. Ja. Genau, also wenn man auf Nummer sicher gehen will und jetzt keinen bösen Anwalt, also das Problem ist einfach, es gibt wirklich blöde Anwälte, die dann sowas dann auch verfolgen und die dann eigentlich nur ihre Daseinsberechtigung daraus streben, sowas zu suchen, wäre es vielleicht besser, das rauszunehmen wieder. Das Selbstfotografieren und Selbstfotografieren nicht verboten hat, spricht nichts dagegen. Doch, das spricht nichts dagegen, wenn man es privat nutzen will. In dem Moment ist es doch öffentlich. Es ist eine öffentliche Aufführung. Okay. Also da gibt es wirklich viele Sonderfälle, da möchte ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also wer sich schon mal Infos vorher besorgen will, um da nicht ja, falsch zu agieren, dann einfach über Creative Commons, ich kenne jetzt den Link nicht, aber Sie können es ja googeln. Wer da schon mal möchte, kann sich da einfach schon ein paar Sachen anlesen
oder auch über Anjas Blog oder Anjas Slideshare-Account gibt es da auch schon erste Informationen. Und ansonsten alles andere machen wir dann wirklich im zweiten Themenblock. Gut, dann sind wir nach anderthalb Stunden auch fertig und meine Stimme auch. Warten wir noch, was so die nächsten Anmerkungen sind. Ja. Weitere Fragen vielleicht? Also wann startet jetzt der erste Themenblock? Der erste Themenblock startet am Montag, kommenden Montag, dem 11.11. und dauert dann 2 Wochen lang. Kann ich trotz der Abwesenheit letzte Woche noch offiziell teilnehmen? Da wäre jetzt die Frage, wo hingehörst, Susanne? Achso, in der. Ist und dann geht das auch noch klar. Genau. Ist einmal kurz den Finger gehoben und dann hat das schon. Genau, gut zusammengefasst. Also nur noch mal kurz, dass ich das richtig verstanden habe. Ich habe für meine Portfolioaufgaben 2 Wochen Zeit, aber besser wäre, ich mache es gleich in der 8. Woche. Ja, aber eigentlich kann man, also kann man es nur ordentlich machen, wenn man es in der 1. Woche macht, weil man dann sonst mit seinem Kommentar irgendwie strauchelt. Also der muss ja auch noch eingereicht werden. Und von daher wird es schwierig, wenn sie es am, oder wenn ihr es oder wenn du es am letzten Freitag machst. Genau, dann wurde nach der ersten Live-Session gefragt. Die erste Live-Session ist aber am 19. In 2 Wochen am Dienstag. Nicht am 11., am 19. Das ist für die Sachsen vorm Feiertag. Das müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Und um es schon in dem Rahmen schon mal bekannt zu geben, ihre Fahrt sowieso am Montag, da wird da sein die Anja C. Wagner von UnUni TV. Die hat nämlich aktuell ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell laufen, wie Lernen, lebenslanges Lernen und Weiterbildung im Internetzeitalter aussehen kann. Und ich wollte das immer schon mal wissen, deswegen haben wir sie eingeladen. Mhm. Das hat jeder denn wünscht dir was, Experten? Andrea hat auch einen. Ich muss noch lange warten. Ich habe sogar 2. Überraschenderweise geht es dann um E-Portfolio. Ich bin vom 18. bis 24.01. in Island zum Praktikum. Ist das okay, wenn ich die Aufzeichnung danach anschaue? Nur wenn es Bilder aus Island gibt. Es wird auch mal 2 Live-Sessions pro Tag geben. Genau. Also es wird immer die um Dienstag geben. Genau. Gibt's noch ein Manchmal konnten wir uns nicht entscheiden und haben uns zu viele Leute gewünscht, dann werden wir 2 machen. Ja, die Bilder sind dann auch eigene Bilder und dürfen verwendet werden. Das ist gut.
Ach Mann. Also ihr könnt euch auch jederzeit auch zu Wort melden, wenn ihr irgendwie des Tippens leid seid. Ich finde es nämlich auch blöd, beim Adobe Connect kann man nicht mehr korrigieren. Bei Skype kann man noch korrigieren, was man geschrieben hat. Aber da kommt es ja noch weniger drauf an. Das ist eine Frage, die ein bisschen schwierig ist zu beantworten. Also kann ich die Live-Session auch in der Aufzeichnung anschauen? Also wir möchten eigentlich schon, dass Sie dabei sind bei der Live-Session, einfach wenn es jetzt nicht gerade wirklich irgendwie spezielle Verhinderungen gibt, die jetzt irgendwie nicht zu verschieben sind, was ja immer mal passieren kann, ist okay. Wir bewegen uns ja hier auch am Abend. Das kann immer mal passieren, aber es geht schon darum, dass Sie wirklich dabei sind. Und das sind eben auch so eine, sage ich mal, weiche Kriterien für das Portfolio, was am Ende ja bewertet wird bei einigen, weil in den Live-Sessions nicht nur ein Vortrag irgendwie runtergerasselt wird, sage ich jetzt mal ganz platt. Also es wird nicht nur Folie durchgeklickt und irgendwie was dahin nebenher erzählt, sondern es wird auch hin und wieder vorkommen, dass es auch interaktive Elemente gibt, also wie wir das hier auch machen, dass wir immer mal zwischendurch nachfragen, gibt es Fragen oder sie ein bisschen mit diesen Symbolen hier spielen lassen oder ähnliches. Man kann zum Beispiel auch über Adobe Connect so kurze kleine Umfragen machen und ähnliches. Also wir versuchen es schon immer relativ seminaristisch sozusagen wie in der Uni zu gestalten, also relativ interaktiv. Und da ist es einfach notwendig, dass Sie dabei sind live. Also. Genau, und dann haben Sie auch die Möglichkeit mitzudiskutieren. Genau. Dafür also es ist auch immer so eine Wissensberuhigung, wenn Sie möchten, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt noch nichts für den Zug gemacht, aber diesen Dienstagabendtermin, den habe ich irgendwie. Und damit werde ich dann nochmal dran erinnert. Dann ist schon mal gut, wenn der einfach verbindlich im Kalender steht, wie alle anderen Lehrveranstaltungen oder beruflichen Termine. Deswegen machen. Dann ist die Frage, ob die Live-Sessions immer 17.30 Uhr sind. Ja, ne? Hatten bisher alle Experten so bestätigt. Man kann sich aber weiterhin auch später einklinken, wenn das irgendwie nicht so ganz klappen sollte. Weil jetzt kommen bestimmt hunderte Posts mit Entschuldigungen. Ich arbeite. Bestimmt. Ich hatte letztes Semester, war ich als Teilnehmerin dabei und hatte auch immer ein Seminar, genau um die Uhrzeit, wenn die Expertenvorträge waren. Also es geht schon, dass man das mit den Aufzeichnungen sozusagen nachholt, aber man hat nicht so das gleiche Gefühl dabei. Also man kann ja nicht mehr direkt Fragen stellen, man kann sich nicht direkt mit den anderen Teilnehmern austauschen. Als Hinweis, es gibt auch eine Android, da kann man das auf dem Handy in der anderen Vorlesung gucken. Irgendwer hat auch ein Bild gepostet, dass er im Hörsaalzentrum jetzt sitzt. Ja, also wenn Sie Ihr Seminar oder wenn ihr euer Seminar oder eure Vorlesung dann halt irgendwie wenigstens zweimal ausfallen lassen könnt oder so. Anwesenheitspflicht gibt es ja eh nicht. Ja, einfach um es schon mal zu sehen, wie es live ist. Wir können auch Mal-Sessions machen, wie das vorher. Genau, finde ich gut. Galgenraten. Machen wir das Whiteboard auf und dann malen alle. Montagsmaler. Schräge Stunde, ich wollte gerade sagen, wir haben das auch schon mal zum Galgenraten benutzt. Das ist eine sehr gute Einstellung, Vanessa. Ach so, zweimal ausfallen von der richtigen Veranstaltung. Dann kannst du das nächste Mal hingehen und stellst dann fest, dass es... Logisch, geht jetzt allen so. Das ist mir gerade beim Aussprechen auch eingefallen, dass wichtige Veranstaltung irgendwie
nicht so taktisch klug war. Ja, aber Sie haben ja Pflicht, ihr habt ja Pflichtveranstaltungen im Studium und wir sind natürlich ein freiwilliger Kurs und ja. Wir können euch auch nicht zwingen, irgendwie zu den Live-Sessions zu kommen, absolut klar. Aber man merkt es natürlich auch an den Beiträgen, ob jemand sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch bei der Live-Session dabei war. Die Natalia. So, ich würde nochmal ansetzen. Nina, möchtest du noch was beipflichten? Von Mann oder Kind? Jetzt im Nachgang noch weitere Fragen aufkommen, sind wir alle über viele verschiedene Kanäle erreichbar. Von daher ja, freue ich mich. Kommt noch eine Frage? Okay, was tut ihr, wenn man Dreist aus Wikipedia kopiert und die Verlinkung drin ist? Dann haben wir unseren Anwalt, den rufen wir an und der verklagt euch. Ja, das prüfen wir natürlich immer. Nein, aber also gerade im Nachgang zum letzten Durchlauf, Kursdurchlauf, haben wir schon festgestellt, dass es uns wichtig ist. Also für die Vergabe von Credit Points sollten die Beiträge natürlich schon eine gewisse Qualität haben und da achten wir dann schon auch drauf. Und das hat natürlich auch sowas mit bei Wikipedia kopieren und Verlinkungen auch noch drin lassen, was ja nicht für Medienkompetenz spricht. Genau, also die Verlinkung rausnehmen. Super. Gut, ja, ich freue mich auf den Start nächste Woche und bin gespannt, was uns dieses Mal erwartet, alle zusammen. Genau, also ich habe im Hintergrund die Folien schon hochgeladen. Die kann man dort sehen. Bloß falls sich jetzt auch jemand die Aufzeichnung anguckt, die sollten wir jetzt langsam dann auch anhalten. Ja. Genau. Dann startet das Ganze am Montag und die erste Live-Session ist in einer Woche, in zwei Wochen am Dienstag. Genau. Ja, damit verabschieden wir uns drei hier. Wir gucken nochmal alle irgendwie in die Kamera kurz. Hier um uns ist genau die Lena, die Fabienne, die ganze Zeit zu sehen war und ich auch nochmal in live quasi. Verabschieden uns hier aus Dresden und werden uns dann in die nächsten 8 Wochen, 9 Wochen vor allem online sehen. Die Mail für die Doodle-Umfrage gibt es jetzt gleich noch. Und dann sehen wir uns am 19.11. das nächste Mal in Bewegtbild. Tschüss.